Willkommen bei einem weiteren Video bei Spielamt.tv mit Takenoko diesmal. Richtig, Takenoko ist japanisch und heißt Bambussprosse. Bambussplosse. Bambussplosse. Und es geht hierbei darum, wir müssen Bambus anbauen und zwar für einen speziellen Gast. Den haben wir auch gerade hier. Das ist der Jürgen. Der Jürgen traut sich aber gerade nicht, der ist ein bisschen schüchtern. Also ja, komm, wir sprechen es natürlich so aus, wie es durch gesprochen wird, aber die nennen ihn Jürgen. Jürgen. Aber wir haben gesagt, der ist Jürgen, damit bist du auch zufrieden, ne? Ja, jetzt komm doch mal vor. Oh. Hallo. Er ist ein bisschen schüchtern, er traut sich noch nicht so ganz. Genau. Okay. Der gute Jürgen. Der gute Jürgen, genau. War ein Geschenk des Kaisers von China an den Kaiser von Japan. Ein gefräßiger Panda. Ja, jetzt kann man sich denken, als ein Friedensgeschenk einen gefräßigen Panda zu schenken. Das ist ein Kriegserklärung. Kann man natürlich sehen, wie man will. Genau, das ist ein Anschlag auf die nationalen Bambusvorkommen. Und ja, einer muss darunter leiden, der Gärtner. Genau. Der Gärtner, immer der Gärtner. Wer ist denn nochmal auf Japanisch? Wikiya! Okay, war das so ähnlich? Ja. Wie auch immer. Also wenn es stimmen sollte, keine Ahnung. Ja. Zu Takenoko gibt es hier gleich zur Einführung diesen kleinen Comic. Mich irritieren lassen, das ist jetzt die englische Anleitung, es gibt dazu auch eine deutsche. Die habe ich jetzt dummerweise nicht hier. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man mal ein Spiel verleiht an Leute, kriegt man manchmal die Anleitung nicht mehr wieder. Ja, du weißt aber ja, dass du hast, also von dem kannst du jetzt halt holen. Genau. Der Comic ist eigentlich ganz nett. Im Prinzip erklärt er grob, wie der Panda, also wie der Jürgen, überhaupt zum Kaiser von China kam und sagt auch so ein bisschen, dass der Gärtner, den wir jetzt hier auch schon rumstehen haben, auch ein wenig Probleme mit dem Bambusgarten oder mit dem Hegen des Bambusgartens hat. Ja. Ganz einfach, Panda einsperren, Spiel, Promenade spielen. What? Nett! Nein! Aber er läuft ja frei rum in den Gärten des Kaisers von Japan. Er ist ausgebüxt, der Jürgen. Ja. Mhm. Also, wir beginnen sozusagen um den. Das soll der Palast sein, würde ich mal sagen. Also, mal kurz. Das ist der Gartenteich. Um kurz anzufangen. Ja. Wir selber haben keine Spielfiguren. Das sind einfach, kann man so nennen, NPCs, nicht Spielercharaktere. Genau. Die man auch so ein bisschen mitsteuern kann. Aber wir selber haben jetzt keine Spielfiguren, sondern kriegen einfach nur Aufgaben, die wir lösen müssen, um Punkte zu kriegen. Genau. Und dazu müssen wir Bambus anbauen. Es gibt verschiedene Bambusarten, und zwar roten Bambus, gelben Bambus und grünen Bambus. Und die wachsen nur auf ganz speziellen Feldern. So, diese Felder existieren noch nicht, die müssen wir erst legen sozusagen. Das sind Aktionen, da kommen wir dann später noch dazu. Aber damit ihr mal seht, wie das aussieht, also wie gesagt, das sind die drei verschiedenen Varianten. Grüner Bambus, gelber Bambus, roter Bambus. Jo. Lass mich raten, der gelbe Bambus wächst nur auf dem gelben Feld? Oder muss ich erstmal die Anleitung nur auf dem roten, das ist, der grüne nur das ist mal eine interessante Theorie. Nein, ich kann bestätigen, ist so, hier, da und da. Genau. Auf ihrem Feld darf nur ein einziger Bambus stehen. Genau. Das ist traurig. Ein Bambushalm. Und man kann sie, also wenn er weiter wächst, wird er natürlich höher. Also gibt es so coole Teile, die man reinsteckt. Warum geht es eigentlich ums Stecken? Tja, du bist halt ein Reinsteckfuchs. Und das kann man und das kann man dann machen, bis es runterfällt. Oh. Das kann man dann natürlich machen. Ja, das ist aber. Ja, gut. Das kann man so lange machen, bis es maximal eine Höhe von 4 hat. Hey, schauen auch Kinder zu. Ja. Die tun mir jetzt schon leid. Ach, es sind ja schon 4 bei Grün. Unser kleiner Riesenpanda. Okay. Gelb habe ich noch. So. Das ist die maximale Höhe, wie der Bambus wachsen kann. Danach wächst es nicht weiter. Genau. Und damit Bambus wächst, muss es natürlich bewässert werden. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Felder bewässern kann. Die Möglichkeit Nummer 1 ist, das Feld befindet sich in direkter Nachbarschaft, sage ich mal, zum Gartenteich in der Mitte. Also die zwei zum Beispiel sind jetzt bewässert, weil sie direkt angrenzen zum Startfeld. Genau.
Und eine andere Möglichkeit ist, hier, ich habe dort einen Brunnen drauf. Das heißt, dieses Feld ist automatisch bewässert, egal wo es ist. Das heißt, das könnte ich jetzt hier platzieren. Ist nicht direkt benachbart mit dem Hauptgartenteichfeld, ist aber trotzdem bewässert. Und würde jetzt auch hier keine Rolle spielen, wenn sie zum Beispiel da legen. Also das wäre jetzt wahrscheinlich nicht bewässert? Genau. Und damit kommen wir zur zweiten zur dritten Möglichkeit. Ich bewässere das Feld, indem ich vom Hauptteich aus eine Wasserleitung legen tue. So. Zur Erklärung, es sind immer nur die links und rechts der Wasserleitung befindlichen Felder bewässert. Das heißt, in dem Fall... Also an der Längsseite einfach die zwei. Genau. Das heißt, in dem Fall werden die beiden bewässert, das aber nicht. Wenn ich jetzt die noch erweitere und hier eine Wasserleitung ranlege, ist das noch zusätzlich mit bewässert, das hier aber immer noch nicht. Mhm. Und so weiter und so fort. Genau. Ich muss noch sagen, es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar gibt es diese Blättchen hier. Man könnte eins auf ein Feld legen, dann ist es auch bewässert. Genau, man baut sozusagen einen Brunnen auf ein Feld, wo noch kein Brunnen ist. Genau. Eine Sache dazu noch, eine Sondergeschichte. Von diesem Gartenteich hier in der Mitte. Ups. Hier baut man niemals rundherum Wasserleitungen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, sondern die gehen immer nur weg davon. Das steht auch in der Anleitung. Kann ja. Recht gut ja. Nachlesen. Ja. Der genau. Part ist auch recht gut erklärt. Okay, also genau. Mal so grob. Ja, also anbauen tut der Gärtner nur, also wir selber nicht. Der Gärtner muss das machen. Wir müssen den Gärtner irgendwo hinschicken, der baut dann dort an. Der Panda, den kann man auch rumschicken. Der frisst halt auf dem Feld, wo er landet, dann immer ein Bambuschen. Und jetzt kommen wir am besten mal zu den Aktionen, die man hat, oder? Ich würde noch das... Achso, ja, okay, von mir aus. Weil wir haben jetzt gesagt, es gibt die Felderweiterung Brunnen, die sind entweder schon fest drauf oder ich kann sie bauen auf einem Feld, wo es noch nicht ist. Mhm. Es gibt aber auch noch zusätzliche Erweiterungen. Das ist ein Gartenzaun. Ja, ein schöner Maschendrahtzaun, der in dem Fall den... Panda davon abhält, dort zu fressen. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Feld hier, was weiß ich, was ein Bambus drauf gebaut habe, dann kann der Panda zwar durch dieses Feld durchlaufen, darf aber von dem Bambus nichts fressen. Jo. Und wie gesagt, das ist jetzt fest auf dem Feld drauf. Ich kann aber auch die Erweiterung auf Felder installieren, wo es noch nicht drauf ist. Und dann haben wir noch den Knallerbsenstrauch. Nein, nicht den Knallerbsenstrauch. Na, den... Den Gartenhäuschen, was war das? Die Gartenverbesserung. Die Gartenverbesserung. Also Dünger. Ja, da ist nämlich hier unser Jürgen drüber gelaufen und hat einen ordentlichen Schiss drauf gemacht. Das heißt, wir haben wunderbaren Dünger und der Bambus gedeiht dort noch besser. Das heißt, wenn ich dort drauf anbaue, normalerweise baue ich immer nur den Bambus stockwerkweise, das heißt erster Schritt, zweiter Schritt, dritter, vierter und so weiter. Aber in dem Fall darf ich dann gleich zwei installieren. Wenn ich dort natürlich den Panda-Schiss drauf habe. Den kann man, der ist entweder fest auf den Feldern drauf oder eben... Oder weich. Kann zusätzlich ob das der Panda war oder vielleicht der Gärtner. Ja, je nachdem, was der Gärtner zum Frühstück hat, wer weiß. Okay. Gut. Gut, Aktionen. Also, man beginnt seinen Zug mit einem Würfel und da gibt es verschiedene Symbole drauf. Ist der Wetter... Fangen wir mal mit der Sonne an. Also, grob gesagt, jeder Spieler hat nach dem Würfelwurf zwei Aktionen. Die Sonne erhöht diese Aktion um 1, das heißt, man hat 3 Aktionen. Der Blitz, kann man diesen Panda auf ein Fell setzen und instant fressen lassen. Also dann ist es aber egal, auf welches Feld man ihn setzt. Hauptsache es ist ein Panda, dass da wahrscheinlich ein Bambus drauf ist. Wäre natürlich sinnvoll. Dann gibt es den Regen. Da wächst Bambus. Nee, wie war das? Da kann man sich ein Feld aussuchen, genau, das bewässert ist. Wo quasi an der Stelle dann auch Bambus wächst. Genau, wichtig, es muss bewässert sein. Dann gibt es den Wind. Der Wind. Wind bedeutet, man darf dieselbe Aktion. Die gleiche, genau, dieselbe Aktion, beziehungsweise die gleiche Aktion mehrfach ausführen. Normalerweise ist es so, wenn man 2 oder auch mit der Sonne 3 Aktionen hätte, dann darf man nicht zweimal die gleiche Aktion machen. In dem Moment, wo ich Wind würfle, darf ich mit meinen beiden Aktionen die gleichen Sachen tun. Zum Beispiel zweimal den Panda fressen lassen oder zweimal den Gärtner losschicken. Oder also grundsätzlich, dass man verschiedene Aktionen machen muss. Also das heißt, Sonne, 3 verschiedene Aktionen, Wind, 2 gleiche. Aber das heißt, man kann 2 gleiche machen oder muss. Man kann. Ja, also. Okay, dann haben wir noch die Wolke. Die Wolke.
Die Wolke, da kann man sich dann eins von diesen Blättchen nehmen. Also die wir schon vorher erklärt haben. Man kann sie entweder gleich legen oder man behält sie erstmal bei sich und kann sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in seinem Zug später nutzen. Irgendwo drauflegen, draufschmeißen. Genau. So, das sind jetzt mal die Felder, die... Eine Sache noch, wenn es hier keine Blättchen mehr gibt, dann darf man eine beliebige andere Aktion wählen. Außer die Wolke. Genau. Ja. Dann gibt es Fragezeichen. Das ist im Prinzip ein Joker. Damit kann man alle anderen Symbole nutzen, die man möchte. Mhm. Also zum Beispiel Sonne oder so. Ja. Mhm. So, das sind jetzt die Sachen, die man sich erwürfeln kann. Dann kommt man zu den Aktionen selber. Es gibt 5 verschiedene Aktionen. Die erste, die man machen könnte, ist, man legt ein neues Plättchen zu. Das heißt, man zieht hier 3 Stück, sucht sich davon eins aus und legt das irgendwo an. Das heißt, es ist auch egal, wohin. Hauptsache, es ist angrenzend zu irgendwo. So, die... Noch Ergänzung? Die Wahl des Ortes macht schon, hat schon eine Bewandtnis. Schon ja, logisch, das ist taktisch dann halt. Kommen wir noch dazu mit den Aufgaben. Die nächste Aktion, die man machen kann, ist, man kann einen Wasserkanal legen. Das heißt, man nimmt sich dann hier einen Wasserkanal und kann ihn jetzt entweder jetzt gleich legen, jetzt einfach zum Beispiel hier oder so, oder man behält ihn auch erstmal bei sich auf seinem Wasserfeld hier. Wie heißt das? Wassergrabenfeld. Wasserrohrfeld. Das sind Bambusrohre, ne? Das sind hohl, die Dinger. Legt sie einfach hier drauf und kannst sie zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt benutzen. Genau. Wenn man diese Wassergräben baut, muss man darauf achten, dass sie entweder angebaut sind an diesen Teich in der Mitte oder an schon vorhandene Bambusrohre. Genau, also diese Teiche oder diese extra Wasservorräte, die gelten nicht dazu. Also man kann es da nicht anschließen. Genau. Mhm. So, dann gibt es die nächste Aktion, den Gärtner rumzuschieben. Da kann man in eine Richtung gehen. Das heißt, man darf nur geradeaus laufen, das heißt unendlich lang die Richtung. Aber man darf jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich gehe jetzt auf das Feld. Das funktioniert nicht. Man muss wirklich wirklich Feld weiter gehen. Und auf dem Feld, wo man nachher landet, wird dann nachher Bambus angebaut. In dem Fall jetzt hier nicht, weil das hat kein Wasser. Aber hier wird es ein Bambus wachsen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal einen Bambus hier nehmen und dann da draufsetzen. Das heißt, Felder gleicher Farbe würden ebenfalls befruchtete, wie auch immer man das sagt. Ja, die Dinger liegen jetzt gerade so gut, dass ich ein anderes Beispiel machen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel den Gärtner hier hinschicken. Mhm. Jetzt kommt nicht eine Besonderheit. Gleiche Farben angrenzend wachsen überall mit, wie auch immer. Das heißt, jetzt hätten wir hier ein grünes und da ein grünes. Und jetzt da hier sogar zwei grüne. Also hier ein grünes, da kommt gleich noch eins dazu. Mhm. Weil, wie gesagt, die sind bewässert, da wächst was und hier ist das Gärtnerfeld, da wachsen 2. Das ist gut gedüngt. Das ist gut gedüngt, genau. Na Jürgen. So. Exakt. So, das war jetzt die Gärtneraktion. Dann gibt es noch die Panda-Aktion. Das gleiche gilt für den Panda halt auch. Man kann auch in eine Richtung schieben, also die Richtung oder sowas. Und wenn da jetzt ein Bambus drauf ist, zum Beispiel jetzt hier, ich ziehe ihn einfach mal hier hin, kann dieser Panda jetzt diesen Bambus fressen und ich darf den jetzt auf mein Feld legen. In meinen persönlichen Panda-Bau. Also sozusagen. Der da dran ist, was macht, darf es auf sein eigenes persönliches Feld legen, erstmal. Wozu das jetzt da ist, dazu kommen wir gleich noch. Damit es nachher zum Düngen benutzt wird. Genau, ja. Dazu kommen wir jetzt gleich. Wir haben jetzt gerade die letzte Aktion, Karten ziehen. Mhm. Wir haben jetzt hier 3 Stapel. Diese 3 Stapel sind die Aufgaben, die man lösen muss, oder lösen kann, genau. Um Punkte zu kriegen. Da gibt es zum einen halt für die Felder Aufgaben, für den Panda Aufgaben und für den Gärtner Aufgaben. Willst du es machen? Mhm. Also für die Felder hast du ja schon gesagt, im Prinzip ist es so, dass man bestimmte Kombinationen von Blättchen, bewässert auch normalerweise, hinlegen muss oder haben muss in unserem großen Bambusgarten. Das hier würde jetzt bedeuten, dass ich genau diese Formation habe. Das habe ich jetzt hier gar nicht. Genau. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass wir genau das hier jetzt liegen haben. Das würde schon zählen, weil der ist bewässert durch den, der ist bewässert durch sich selbst, der auch. Und wir haben genau diese Kombination. Das heißt, wenn das hier liegt und ich bin an der Reihe und habe diese Aufgabe, dann kann ich sie ausspielen und kann sagen, die habe ich jetzt erfüllt. Das gilt auch, wenn ein anderer Spieler sein eigenes Ziel erreicht.
kannst du die Karte einfach auch spielen. Ist richtig, wobei offenlegen kann man sie nur, wenn man auch dran ist. Okay, gut, alles klar. Gut. Das wäre eigentlich auch egal, weil man kann es ja nicht mehr verhindern. Das ist richtig. Also selbst wenn, dazu kommen wir eh noch, aber selbst wenn jetzt jemand anders das Spiel beendet, geht das nochmal eine Runde rum. Ja. Dann ist man auf jeden Fall nochmal dran. Dann gibt es noch die Panda-Karte. Die Panda-Karte, da geht es hauptsächlich drum, und die Panda-Aufgaben geht es hauptsächlich drum, um zu fressen. Das heißt, man muss eine bestimmte Anzahl von Bambus einer bestimmten Art gefressen haben und hier im Bauch liegen haben, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, also wenn man zwei von diesen rosanen, roten Bambussprossen bei sich im Feld liegen hat, dann darf man diese Karte auch einfach offen spielen. Genau. Allerdings wichtig, man darf das nicht mehr verwenden. Das heißt, wenn man jetzt hier drei von den rosanen Bambus liegen hätte und man hätte zwei solche Karten, dann darf man nicht damit beide erfüllen. Ja klar, weil die zwei ja verschwinden. Die zwei verschwinden, ja. Und man muss wieder nachholen, genau. Genau. Dann gibt es noch die letzte, die genau, dann gibt es noch Gärtner. Die Gärtnerkarte. Bei der Gärtnerkarte gibt es meistens ein bestimmtes Symbol, was erwartet wird für das Feld. Das ist zum Beispiel in dem Fall hier, ist das Gärtnereisymbol, also das hier. Und eine bestimmte Art von Bambus. Das heißt, es müsste ein rosanes sein. Aber das heißt, hier müsste, wenn das wäre zum Beispiel das genau, Feld, das möglich Feld, wäre. Das Feld wäre zum Beispiel, das Feld, die Aufgabe wäre erfüllt, wenn auf diesem Feld hier vier Bambusstückchen gewachsen sind. Also nur gewachsen sind. Das ist auch die einzige Aufgabenkarten, also die einzigen Aufgabenkarten, die man wirklich auch verhindern kann. Ja, indem man den Panda zwischen reinschiebt. Deswegen, wie du sagtest, man sollte die Karte nicht sofort hinlegen, wenn es erreicht ist, weil erst bei der Karte ist es halt wichtig, weil richtig. Da kann ein Spieler zum Beispiel noch einen Panda hinschicken vorher. Mhm. Ich meine, man kann während des Spiels schon ein bisschen vermuten, was derjenige vorhat und das dann auch versuchen zu verhindern, aber das ist wirklich fast das Einzige, was man da verhindern kann. Bei diesen Beet-Karten ist es halt so, man kann natürlich schon, vielleicht auch vermutlich eher aus Versehen, durch das Legen des letzten Blättchens den anderen Spieler blockieren. Aber das ist gar nicht so einfach, das herauszufinden, was er jetzt vorhat. Ja. In der Ecke. Ja, wir haben auch diese zwei Holzmarker. Die sind einfach nur dazu da, dass man sich die Aktion kurz markiert, die man jetzt ausgeführt hat in dem Zug. Ja. Damit man nicht aus Versehen doch eine Doppelte macht und keiner merkt's. Aber das soll doch nicht passieren mit zwei Aktionen. Genau. Das Spiel ist zu Ende. In dem Moment, wo jemand, je nach Spieleranzahl, eine gewisse Anzahl von Aufgaben erfüllt hat. Bei drei Spielern waren das... Bei drei waren es sieben, glaube ich. Sieben Aufgaben. Bum, 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 bum. Wenn das jemand erfüllt hat, dann wird er automatisch die Runde beenden, die letzte Runde einleiten. Das heißt, er nimmt sich den... Acht in dem Fall. Er nimmt sich den Kaiser, bekommt also zwei Punkte extra für den Kaiser, macht noch seine Züge, dann geht es noch einmal rum und dann ist die Runde, dann ist vorbei. Und dann hat derjenige gewonnen, der die meisten Punkte hatte. Ja. Also das Erste, was man macht, um die Runde zu beginnen, ist klar die Karten mischen. Alles schön verteilen auf dem Tisch, den Panda und den Bauern, nicht Bauern, sondern den Gärtner, stellt man auf das Stadtfeld. Man verteilt diese Übersichtskarten und man kann auch diese Deko-Elemente hinlegen, die man immer möchte. Genau, wir haben uns dafür entschieden. Wir haben uns dafür entschieden, ja, und wenn man so einen kleinen Panda hat, kann man dazulegen, um so eine kleine Atmosphäre zu schaffen, gell? Genau. Den gibt es nochmal nicht dazu. Den gibt es nicht dazu, nein. Also nicht, ja. Du darfst auch nicht anfangen. Da gibt es nämlich keinen Bambus, du würdest verhungern. Ja, Jürgen darf nichts essen. Naja. Okay, also jeder Spieler kriegt von jedem Stapel eine Karte. Wer fängt an eigentlich? Immer der fragt. Von mir aus. Okay, dann in dem Fall kann ich... Das ist gleich. Jo, ach du Scheiße. Ach hey. Aua. Bei diesen... Gärtnerkarten muss man auch aufpassen, es gibt welche, wo explizit ausgeschlossen ist, dass irgendeine Spezialfähigkeit auf dem Feld liegen darf. Mhm. Ja. Das ist, da ist dann ausgeixt. Ja, okay. Welche nicht drauf liegen dürfen. Dann liegen jetzt überall Spezialfähigkeiten drauf. Gut, das heißt, ich darf anfangen. Hunger, wir sollen echt anfangen. Jürgen, warte mal. Mach so den Bambus jetzt in Ruhe. Roman. Oh Mann, Jürgen, oder von mir aus irgendjemand. Hör auf, an deinem Bambus zu spielen.
Der Regen. Na toll. Licht. Super. Passiert nichts. Das, ja. Du darfst aber gerne Karten ich, ziehen. Ich fühle mich gerade wieder wie bei Game of Thrones, die letzten Tage des Sommers, nichts passiert. Genau. Also ich wähle dann die Aktion mit dem Ziehen der Beete und Anlegen der Beete. Rote Beete, grüne Beete. Rote Beete. Nehmen wir mal die grüne Beete da. Was natürlich vollkommen bescheiden war, wenn ich jetzt angucke, was ich eigentlich machen muss. Tja. Nächste Aktion. Oh, die nächste Aktion. Ich ziehe mal noch eine Karte. Ich ziehe mal noch eine Gebietskarte. Also eine Beetkarte. Also. Gut, dann bin ich dran. Wolke. Ich habe die Wolke. Das heißt, ich darf ein Feld ziehen und ich ziehe einfach mal... Ich ziehe einfach mal dieses Plättchen. Und das platziere ich auch gleich mal. Darf kein Panda rein. Darf kein Panda rein, genau. Bist du aber traurig. Meine erste Aktion ist, ich ziehe den Gärtner dahin. Der baut dann halt da gleich mal was, ne? Ist ja bewässert. Und meine nächste Aktion ist, ich guck noch mal, was man sonst noch so an Feldern machen kann. Huhu. Ja, das ist auf jeden Fall Auswahl jetzt. Genau. Das legen wir einfach mal hier hin, damit es mal ein bisschen interessanter wird, ne? So. Langweilig. So. Jo, also ich würfel mal. Blitz, der Panda darf aber nichts fressen. Genau, aber es gibt nichts zu fressen. Ja. Also nichts, was er fressen dürfte. Ja, ich ziehe jetzt auch mal hier hin. Ja. Und friss halt nichts, ne? Genau, jetzt darfst du. So, ja, also meine erste Aktion, natürlich erstmal kurz glotze, was da so drin ist. Das fängt ja schon gut an, aber damit Roman jetzt nicht, ich mach einfach so. Roman hat ja jetzt schon dummerweise jetzt hier nicht zusammengelegt, das machen wir doch gleich mal. Und als zweite Aktion gärtnern wir doch mal. Also da zwei und da eins. Ne? Genau. Okay. Weil zusammenhängend und weil hier jeweils diese Gärtnerei-Verbesserung drauf ist. Genau, ein Pandaschiss. So. Gut. Ja, schön. Oh, ich darf zweimal die gleiche Aktion ausführen. Das ist natürlich toll. Das ist cool, das mache ich auch. Also ich werde zweimal den Panda bewegen und fressen lassen. Nämlich einmal dahin und er frisst. Na, wahrscheinlich wieder zurück. Und einmal dahin und er frisst. Und damit habe ich eine Aufgabe erfüllt, nämlich... Der Panda soll zwei Bambus fressen, und zwar zwei grüne. Ja, dann gib schon mal die tollen Bambus-Dinger. Damit kommen die wieder zurück in den Vorrat. Und ich habe meine Aktion durch. Gut, dann bin ich dran. Die Wolke. Die Wolke, die nächste Verbesserung. Juppidu. Wähle ich die hier. Platziere die da. Wollen wir ganz viel grünes Bambus haben? Moment. Darf ich nicht? Nee, darfst du nicht, weil auf einem Feld, wo eine Verbesserung schon drauf liegt, darfst du keine weitere. Dann kannst du es aber auch bei dir behalten. Dann behalte ich die einfach, genau. Für schlechte Zeiten. Genau, meine erste Aktion ist, ich lasse den Gärtner gärtnern. Jetzt hat man hier wieder da zwei, da eins. Nö. Und was macht man eigentlich, wenn es nicht genug... Bambus gibt. Weißt du auch nicht. Wenn man nicht genug Bambus hat, dann fällt hat man schon oben her. Guck mal. Pech. Aber soweit ich weiß, müsste der Bambus reichen für alle Felder der Farbe. Also das ist, glaube ich, sogar ausgerechnet. Okay. Gut, ich brauche aber noch eine zweite Aktion. Ja, ich lasse ihn dahin laufen und gärtnern. Gut, jetzt... Jetzt kommt halt überall kommt nur eins drauf. Ja. Aber damit habe ich diese Aufgabe hier erfüllt. Und zwar soll der Gärtner auf einem Betreten verboten, lieber Jürgen, Schild. also da auf jeden Fall hier drauf sollen vier grüne Panda-Bambus-Sticks stehen. Und das ist damit erfüllt. Das heißt, ich habe die Aufgabe erledigt. Gut, gut. Genau. Genau. Das heißt, du hast deine beiden gemacht. Ja, aber warte... Du hast den Gärtner bewegt.
Genau. Du hast nicht zweimal bewegt? Du hast... Ich habe einen Gärtner zweimal bewegt, das darf ich gar nicht. Nein, oh Mann! Das heißt, der Gärtner stand da. Du rannst in der Aktion nicht. Richtig. Doch, die kann. Das heißt, ich mache als letzte Aktion, ich darf nicht zweimal die gleiche Aktion ausführen. Deswegen. Klar. Deswegen ziehe ich einfach hiervon eins, yippie juhu, und leg das dahin. Gut. Jetzt, ich würfel mal. Da. Wolke! Ja, dann nehme ich doch einfach mal nochmal so ein Gärtnerfeld. Aber den behalte ich jetzt erstmal. So, erste Aktion. Ich will wissen, was ich krieg. Eieiei. Jo. Ich glaube, grün wächst verdammt gut, oder? So, und zweite Aktion, Gärtnert. Da eins. Die Sonne. Drei Aktionen. Hier kommt die Sonne. Das heißt, ich habe drei Aktionen. Ach du meine Güte, was mache ich denn da jetzt? Ah, als erstes ziehe ich mal eine neue Aufgabe. Eine Panda-Aufgabe. Na toll. Bestimmt frisst gelb. Hast du mir die Karten geguckt? Nö, aber deine Reaktion einfach nur so auf die Art, okay, bringt nichts, ja, das kann nur sowas sein. Ja, das ist so in der Art. Dann meine zweite Aktion ist, ich guck mal die Dinger hier an und lege neues Dings rauslegen. Na klasse. Oh, what the fuck? Ah, okay. Mal was Gelbes. Fein. Immerhin. Mal was Gelbes. Ja. Ja, und als meine dritte Aktion lasse ich halt den Gärtner mal laufen. Tschack. Das heißt, da werden jetzt da zwei gelbe Bambussprossenstücke. Dann bin ich dran. Auftauchen. Aber da, ja. Jetzt bin ich halt dran, krieg diese vier Punkte. Ich habe zwar noch nichts gemacht, aber ich habe diese Konstellation. Ja. Jetzt würfle ich. Nicht würfle, Regen. Das heißt, ich darf mir ein Feld aussuchen, was wächst. Genau. Und dann sage ich doch einfach mal, damit mal ein bisschen was farbenfroher, wächst hier mal was Rotes. Gut. Meine erste Aktion ist der Gärtner gärtnert, dort kommt eins hin, aber meine zweite Aktion ist der Panda, beziehungsweise der Jürgen läuft darüber und frisst eins weg. Das heißt, ich habe jetzt hier eins im Magen drin und du bist dran. Regen, es wächst was. Hier wächst was. So, erste Aktion. Der Gärtner geht darüber. Ach nee, halt, Entschuldigung. Der Panda geht darüber und frisst hier Bambus weg. Zweite Aktion. Der Gärtner, der geht hier rüber. Kann er nicht. Kann er nicht. Fuck, dann geht halt von das dahin. Und baut an. Und damit habe ich, glaube ich, ein Ziel erreicht. 4 grüne, 3er Bambus. In dem Fall müssen sie einfach nur im Garten vorhanden sein. Genau. Nicht schlecht. Jetzt hat er 8 Punkte. Das heißt, jetzt sind wir dran, Punkte zusammen. Ich lasse es mal hin. Fragezeichen. Darfst du jetzt entscheiden. Was macht er wohl? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dann.